Yo tengo confianza que lo vamos a hacer. Y tengo confianza en la capacidad de liderazgo del presidente de la Comisión, del presidente del Consejo, ante los principales líderes europeos. Debemos hacerlo. Y debemos hacerlo, además, por supuesto, contando con el Eurogrupo, con la zona euro, de manera fundamental, porque estamos hablando de un país que pertenece a la zona euro. Member states possibly proposing loans. Could there be a solution involving also... Ich schlage vor, dass wir eine Kombination von IWF und bilateralen Hilfen ins Auge fassen, wenn die Ultima Ratio, also die Situation gegeben ist, in der Griechenland sich kein Geld besorgen kann. Für mich ist wichtig, dass das auf diese Ultima Ratio fokussiert ist und wir sollten dann noch überlegen, und dafür werde ich mich einsetzen, was lernen wir aus dieser Situation, denn eigentlich wollten wir in eine solche Situation nicht kommen. Und genau für diese Ziele arbeite ich und dafür gehe ich jetzt zu dem Treffen mit meinen Kollegen. Prime Minister. Prime Minister. But I support very much the line taken by Angela Merkel that there should be also IMF support into this. And why? Because they have the resources, the knowledge, the experience, which I think is needed. Because if you don't basically in the structures of the economy solve your problems, they will come back. And that has to be done by Greece themselves. And that, in my experience, is also what the IMF can provide alongside with loaning facilities that might be needed. And if that's the German position, it has support from Sweden. Aber ich muss auch sagen, es ist jetzt die erste Verantwortlichkeit von Griechenland selbst. Sie haben die Probleme verursacht, Sie sollen auch sorgen für die Lösungen. Es soll ja jetzt doch ein Eurogruppentreffen geben. Das sieht schön aus. Ich weiß nicht, ob es ein Eurogruppentreffen geben wird. Dies wird ins Auge gefasst, das hat Herr Van Rompuy aber noch nicht endgültig entschieden. Ansonsten bin ich der Auffassung, dass wir uns heute auf ein Instrument einigen müssen, mit dem wir Griechenland unterstützend eingreifen können. President. Mr. Barroso! Mr. President, which signal should be sent to Greece today? My question concerns the Romanian politics. As you know, a group of members of the... There is a regulation saying that if a country is in economic difficulties, balance of payment difficulties and others, then the European Commission can go to the market, take a loan, transmit that loan to the individual country, and that's exactly what we are proposing here, to change this regulation so that instead of focusing on non-Eurozone members, it's enlarged to cover all the 27 European Union members. No problem about treaty, and then what are the conditions? Or simply to post on this.